darauf, bis die letzten Formalitäten erfolgt sind, damit alles seine Richtigkeit hat. Es ist soweit. Der FC Bayern München gegen Arsenal. Ich bin Marco Hagemann, Ihr Kommentator für diese Partie. Und ich bin echt happy darüber, mit Hansi Küpper zusammen dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Ich danke dir und ich hoffe mal, dass wir alle beim Abpfiff sein werden. Danke, dass wir dabei sein durften. Es gibt sicher viele große Namen in beiden Teams. Wenn du dir aber einen aussuchen müsstest, Hansi, wer wäre das? Da können sich bekommt den Freistoß. Was ist denn mit ihm los? Er hat eben schon Glück gehabt. Also wenn er jetzt nicht aufpasst, dann fährt er mit der Straßenbahn nach Hause. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst flieht er irgendwann. Zinchenko. Jorginho. Haut die Kugel nach vorne. Hart, aber fair. Spielt ihn raus. Beide Teams versuchen sich in der Frühphase keine Blöße zu geben. Goretzka tritt das Gaspedal links aus, aber mal richtig durch. Hier ist Müller. Jetzt aber. Und um ein Haar hätten sie dafür die Quittung bekommen. Da sind sie zum ersten Mal gefährlich geworden. Chance Nummer 1 in dieser Partie. Wir hoffen, dass einige folgen werden. So sind wir. Bislang den Weg in eine gefährliche Region. Goretzka, klares Foulspiel. Vollkommen richtige Entscheidung, das ist eine gelbe Karte. Ganz geschafft. Da haut er einfach mal drauf, das hätte was werden können. Leimer versucht die Gasse zu finden. Das ist ein super Torhüter. Gut gehalten vom Torhüter. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Simpel, einfach nach vorne. Versucht den Pass da durch die Gasse. Sensationell reagiert. Goretzka. Will ihn da durchstecken. Raus auf die Seite. Thank you.
spielt ihn lang. Dyer ist auf dem Posten. Sucht seinen Mitspieler. Versucht die Gasse zu finden. Ab dafür. Müller. Schöner Versuch. Trotzdem kein Tor. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Versucht da durchzustecken. Und der kommt durch. Kimmich. Das Ding kommt flach. Versucht das Mittelfeld direkt zu überbrücken. Versucht die Gasse zu finden. Probiert's. Ja, schön gehalten. Das war eine richtig starke Rettungstat. Ganz hohes Kompliment an den Mann zwischen den Pfosten. Gefahr vorerst gebannt. Leroy Sané hat unglaublich viel Zeit und Platz. Ein ordentlicher Schuss. Und das war's mit der ersten Hälfte. Verdammter Pausenpfiff. Der kommt wirklich zur falschen Zeit. Die sind im Moment richtig gut drauf. Die würden gerne weiterspielen. 0:0. Bis jetzt völlig überraschend. Keine Tore. Alles ist wieder bereit. Immer noch steht es unentschieden. Keiner der beiden konnte bisher wirklich in vollem Maße überzeugen. Da kann er froh sein, dass er den noch bekommen hat. Müller. Mit der Grätsche. Leroy Sané. Abschluss. Danke dafür, Leroy Sané. Besser kann man den wohl nicht treffen. So einen kann kein Normalsterblicher halten. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist, dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat.
Jorginho. Sagen wir es mal so, wenn die ersten Minuten der zweiten Halbzeit die Minuten der Weichenstellung sind, dann haben die zweifellos jetzt die Weichen in die richtige Richtung gestellt. Er versucht, den Ball reinzuspielen. Kein Durchkommen für diese Flanke. De Ligt verschafft ihnen wieder etwas Luft. Gabriel Jesus. Dyer haut ihn weg. Auf der Bank ist Bewegung, da bahnt sich ein Wechsel an. Das Ding hat er gerochen. Ja, das gibt Freistoß. Sané mit gutem Stellungsspiel. Das ist klar erkennbar, dass die richtig Respekt haben vor den schnellen Kontern des Gegners. Und deswegen bleiben die also schön brav weg. Ja, da läufst du nicht Gefahr, so schnell überrannt zu werden. Da läufst du nicht Gefahr, mit einer Körpertäuschung aus dem Spiel genommen zu werden. Da bist du zwar selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Gut aufgepasst, das war notwendig. Wir bekommen hier den Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Guerrero, Kimmich. Spielt ihn gut raus. Er springt hoch zum Kopfball. Vorbei, wenn auch nur um Haaresbreite. Das war knapper, als man meinen sollte. Der war beinahe drin. Ein guter Versuch. Ist hier ganz nah dran gewesen. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance. Und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Guter Lauf, rechts außen. Ob dabei was Zählbares rauskommt? Der Hurricane himself, Harry Kane. Ein Lupfer, ja, warum denn nicht? Weit raus aus dem Gefahrenbereich. Ja, guter Ball. Ab auf die Außen. Jorginho. Versucht, da durchzustecken. Neuer hat alles unter Kontrolle. Ja, klar, dass der Coach hier nicht begeistert ist, wenn seine Schlüsselspieler nicht zum Zug kommen. Sie wollen nicht nochmal denselben Fehler machen und deswegen nehmen sie ihn jetzt in Verdeckung. Goretzka.
mich ist das keine Überraschung, dass es hier Geld gibt. Das hat er sich selbst eingebrockt. Er stand ja praktisch kurz vor Karte. FC Arsenal, schon mit zweimal Geld. Will er es direkt versuchen? Und wieder eine Riesenchance für sie. Der Hurricane himself, Harry Kane. Lieber zurück zum Goalie. Dyer. Goretzka. Schiedsrichter sagt, kein Tor. Und das war eine ganz enge Kiste, auch wenn es mir für den Torschützen ein bisschen leid tut. Es war letztendlich eine korrekte Entscheidung. Ein kurzer Moment der Ungewissheit, aber letztendlich die richtige Entscheidung. Dyer gewinnt den Ball für sein Team zurück. Der FC Bayern München muss jetzt nur noch das Ergebnis über die Zeit bringen. De Ligt. Dyer. Vom Grundsatz her ist ja Ballbesitz völlig in Ordnung. Nur irgendwann musst du in einen gefährlichen Raum kommen. Sauber verteidigt. Ab in die Spitze. Will ihn da durchstecken. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Einfach mal lang davor. Der kommt richtig lang. Seinen Mitspieler. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Ende der Schlusspfiff ertönt. Sie haben diese Partie mit dem knappsten aller Ergebnisse gewonnen. Am Ende können Sie sich bei der überragenden Abwehr bedanken. Sie haben das entscheidende Tor gemacht, aber ich glaube, diese Partie wird nicht eingehen in die Annalen als eines der besten Fußballspiele aller Zeiten. Unsere Live-Übertragung an diesem Abend geht so langsam aber sicher zu Ende. Was mir noch bleibt, ist, mich bei meinem Kollegen Hansi Küpper zu bedanken.